herzlich willkommen zu einem kleinen Test auf meinem YouTube-Channel. Heute stelle ich dir das Synergy-System vor. Synergy ist ein modulares Röhren-Amp-System. Das ist ein Synergy-Modul, was ich hier in der Hand habe. Ja? Und sieht man vielleicht nicht so genau, weil es hier so zugebaut ist. Es ist hier eine Röhre und hier eine Röhre drin. Und so ganz normale Bauteile, Kondensatoren und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel das OS-Modul und es gibt ganz viele Module, 20 oder so, ja, also oder mehr. Von Friedman, von Bogner, von Engel, von Dietzel und es gibt auch ein eigenes von Synergy und zwar ist das das Vai-Modul in Zusammenarbeit mit Steve Vai, der nämlich Synergy-Endorser ist und mit denen zusammen das Vai-Modul entwickelt hat. Und das ist das Einzige, was grün ist. Alle anderen sind schwarz. Gut, dann schwenken wir mal rüber hier auf die andere Kamera. Da habe ich mein Synergy-System hier aufgebaut. Und zwar besteht das aus dem Syn 2 Preamp. Da kannst du zwei von den Modulen reinstecken. Und aus der Endstufe, das ist die Syn 5050. Ja? Zweimal 50 Watt Röhre. Also im Prinzip eine Stereo-Endstufe. Ich betreibe sie aber nur als Mono-Endstufe. So, die ist im Moment noch ausgeschaltet. Du siehst gleich, warum. Gehen wir mal grundsätzlich drauf ein. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben im Prinzip fünf Kanäle. Jetzt wirst du dich wundern, wieso fünf? Da kommen wir viel später und vielleicht sogar in einem anderen Video dazu. Wir haben nämlich hier erstmal Bypass. Ja? Wenn man das Synergy-Modul nicht mit der eigenen Endstufe betreibt oder mit einer anderen Vollröhren-Endstufe oder irgendeiner anderen Endstufe, kann man das auch benutzen, um seinen bestehenden Amp mit weiteren Kanälen zu erweitern. Da gibt es ein spezielles Schaltsystem, was Synergy sich ausgedacht hat. Und dann ist hier auf Bypass die Vorstufe von deinem Amp eingeschliffen. Ja, wie bei der 4-Kabel-Methode so ungefähr. Ich könnte es also jetzt an den Engel Fireball, der oben drüber steht, anschließen und hätte dann praktisch fünf Kanäle. Einmal den Engel Fireball, okay, eigentlich sind es sechs, weil der Fireball hat auch zwei Kanäle. Dann hat die das Modul von Vai hat auch zwei Kanäle und der 2CP, das praktisch Boogie-Simulationsmodul, hat auch nochmal zwei Kanäle. Also hätte ich eigentlich sechs Kanäle. Nur kann ich natürlich den Fireball, da der kein MIDI hat, ausnahmsweise, nicht umschalten. Deswegen habe ich fünf. Ja, okay. Aber hier habe ich jetzt Bypass und vier. Und die kann ich hier einfach durchsteppen, indem ich hier klick, klick, ich gehe mal von hier unten, klick, klick, klick mache. Ja. Und da kannst du praktisch alle Kanäle einfach durchsteppen. Wir hören uns mal an, wie die ganzen Module klingen. Ich habe da ein bisschen was voreingestellt. Natürlich kann man wie bei jedem Amp rumstellen, aber ich habe schon mal ein paar Voreinstellungen gemacht. Ich benutze hier meine nachhaltige Gitarre von Seal, die NH1, mit Kloppmann-Pickups. Und ich habe eine Zwischenposition aus Mitte und Halshandbacker. Den Vai, verzerrten Sound, der ist typisch Vai-mäßig schön, wie soll ich sagen, gediegen. Ja. Mm-hmm.
Herrlich. Das Ding singt richtig. Und ja, du hast es gehört. Das ist der typische Signature-Weiß-Sound, weil es halt auch wirklich genau das ist, was er selber mittlerweile spielt. Und das ist schon ganz cool. Und jetzt kommen wir mal kurz dazu, was kostet denn das Zeug? Was kostet das denn? Wir haben hier Synth 2 Preamp. Also das ist praktisch das Gehäuse, wo die Module reinkommen. Kostet 872 Euro und ist wieder sofort lieferbar. Yippie. Dann ein Modul kostet zwischen 380 und 400 Euro. Das heißt, du kannst dir einen vierkanaligen Röhrenamp, erstmal ohne Endstufe, ja, kannst du dir bauen für, jetzt lass mich rechnen, knappe 1700 Euro. Und das ist echt völlig okay. Gut, die Endstufe noch dazu, bist du bei 3000 Euro. Hast aber ein modulares System. Und du kannst auch einfach deinen bestehenden Amp erweitern. Da kümmern wir uns später nochmal drum. So, jetzt hören wir uns aber erstmal das andere Modul an. Oh, vorher habe ich einen kleinen Einschub. Es gibt nicht nur Lobeshymnen von mir. Ja? Die Endstufe, die klingt zwar, ich sage jetzt leider, saugeil. Weil ich habe nämlich gestern einen Vergleich gemacht mit Amp und mit anderer Endstufe und so weiter und so fort. Also ich habe noch eine Seymour Duncan Powerstage genommen. Ich habe die mit der Endstufe vom Fireball verglichen und muss sagen, für die Module, die ich habe, klingt die Synergy-Endstufe am besten. Jetzt nicht mit einem riesen Abstand, also knapp hinten dran ist die Endstufe vom Fireball, aber die hat nur 25 Watt und ist natürlich für die Preamp-Sounds vom Fireball gebaut, ne? Und da klingt sie spitze. Mit den Synergy-Modulen klingt sie auch gut, aber nicht so gut, wenn man direkten Vergleich hat, wie die 50-50. So, warum sage ich leider? Erstens mal, ja, ist halt 1200 Euro wieder für eine Endstufe. Vor allem aber, wenn du mal genau hinhörst, du hörst es jetzt über mein Sprechmikro, die Lüfter in dem Ding machen mich wahnsinnig. Die sind viel zu laut Synergy. Das geht besser. Ich weiß, dass es besser geht. Und ich habe mir tatsächlich zwei Lüfter bestellt, die ich mal einbaue, wenn das einfach geht und ich nichts löten muss. Guck mir das mal an. Ich habe mir zwei Noctua-Lüfter bestellt dafür. Und mal gucken, ob ich das Ding nicht ruhig kriege, wie mein JP2C. Den habe ich nämlich auch ruhig gekriegt, als ich ihn hatte. Da war auch so ein unglaublich lauter Lüfter drin. Ich habe den ausgetauscht gegen einen Noctua-Lüfter und Ruhe war. Und wenn das hier genauso funktioniert, wäre das Hammer, weil die Endstufe ist spitze. Ja, mal abgesehen von dem unglaublich lauten Lüfter. Jetzt aber zu dem weiteren Modul, dem 2CP. Das ist eine Anlehnung an Mark 2C Plus von Mesa Boogie. Und das soll diesen Amp simulieren, natürlich analog mit echten Röhren. Das ist hier keine Digitaltechnologie. Das ist komplett analoge Röhrentechnologie. In jedem Modul sind zwei Röhren drin. Auch hier und natürlich in der Endstufe auch nochmal, insgesamt sind es vier, sind natürlich noch ein paar Treiberröhren drin, also vier Endstufenröhren, 6L6 GC. Davon sind nur zwei an, glaube ich jetzt. Und wir hören mal, wie der 2CP klingt. Erstmal clean. Durchaus auch anschmacken hier. Aber für was holt man sich ein 2CP? Genau. Dafür. Ja.
Jetzt echt nicht viel Gain und rotzt schon los wie Sau, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist im Prinzip der Sound, der so Richtung geht Metallica, Master of Puppets und natürlich auch der Favorite Sound von John Petrucci, der da allerdings noch einiges reinboostet. Ich habe jetzt den Gain noch nicht voll aufgedreht, sondern kann hier über den Monoregler von dem ersten Kanal und über den Gain-Regler noch mehr machen. Der Trick, wie bei allen Mark-Amps, ist, dass ich hier praktisch diese Klangrichtung, die hier ist, Bass, Mittel und Treble, die shaped praktisch den verzerrten Sound. Ne? Also Bass, Mittel, Treble shapen den verzerrten Sound. Deswegen habe ich Bass fast auf 0 oder manchmal auf 0. Mittel soll so auf 2 oder 3, Treble auf 7 und dann mit der Presence kann ich noch so ein bisschen den Sound bestimmen. Und eigentlich soundbestimmt ist hier dieser 5-Band-EQ. Und den werde ich jetzt auch mal ein kleines bisschen dezenter einstellen für ein Lead-Sound. Dieser 5-Band-EQ ist extrem effektiv, hör mal. Und dieses Modul macht genau den Sound, den ich wollte. Der hat mir nämlich noch gefehlt, seitdem ich meinen JP2C verkauft habe. Der war mir einfach, soll ich sagen, das ist so ein kleiner Amp, da ist so viel Elektronik drin und ich glaube, alle Leute, die Röhrenamps reparieren, haben einen Horror davor, den zu reparieren und alles so eng gepackt und so. Und das irgendwie, hab ich gedacht, wenn dieses Modul den Sound bringt, brauche ich nicht den ganzen Amp. Ja. Und ja, deswegen habe ich das praktisch getauscht und habe hier halt die modulare Möglichkeit, noch andere Sachen reinzumachen, wie zum Beispiel hier noch ein OS, also das ist eine Dumble-Simulation oder ein Buchner, aber dazu mehr in weiteren Videos. So, das war die Erstvorstellung dieses Systems und in dem nächsten Video zeige ich dir, wie du deinen Amp damit modular erweitern kannst. So, ansonsten war das Synergy Syn 2 Preamp, die 50-50 Endstufe, das Y-Modul und das 2CP-Modul. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ah, was ich noch sagen muss, dieses Video ist so halb gesponsert. Ich habe nämlich vom Vertrieb von Synergy, Boutique Amps Distribution, heißen die, habe ich diese Teile etwas billiger gekriegt. Also auch nicht für die Hälfte oder so, sondern nur etwas billiger als Artistpreis sozusagen. Und habe gesagt, ich mache halt ein schönes Video drüber. Und ich wollte aber die Teile unbedingt haben und habe jetzt nicht von denen einen Call gekriegt, hier, wir schicken dir mal Zeug, zeig den Leuten mal, wie geil das ist. Nee, sondern ich habe das vorher schon gekannt und habe es ausprobiert beim Henning auf der Hausmesse, wie heißt es nochmal, HP 42nd Street, ach Gott, ich habe es vergessen, Henning, sorry, und fand es geil und wollte es unbedingt haben, vor allem, weil alle Amps, die man nicht so als Hauptamp hat, wie jetzt mein Engel Fireball zum Beispiel, kann man hier einfach mit einem Modul nachrüsten und es gibt fast alles mittlerweile. Ist echt geil.
So, ja, also das muss ich sagen, es ist leicht gesponsert, deswegen hast du auch diese Einblendung hier, Werbung, bla, ist egal, muss ich machen, sonst komme ich in Teufels Küche. Man muss das machen, wenn eine Sache gesponsert ist. Und ja, wenn dir das Video trotzdem gefallen hat und dich auch die Synergy Sachen interessieren, gib mir einen Daumen nach oben. Ansonsten kannst du ja Fragen und Kommentare in die Comments schreiben, da wo sie hingehören. Kanal abonnieren, Glöckchen drücken und folg mir auf Instagram @berndkills. Dir vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, mach's gut und tschüss.